Willkommen zum letzten Part von Mario Kart Wii. Heute spielen wir den Wettkampfmodus. Kämpfe im Team um den Sieg. Das machen wir diesen Part. Ballgerei. Können wir uns kurz die Regeln mal anschauen? Achso, so meinen die das. Wir machen mal schwer. Wir spielen mit allem. Arena. Reihenfolge. Wir machen mal furios. Wir machen es richtig ab hier, ey. Wir nehmen mal drei Siege, ne? Wir fangen an mit dem Ballon-Ballgerei. Und heute fahren wir mit dem Charakter, den wir im letzten Part freigeschaltet haben. Diddy Kong. Taunt es nicht in meinem Team. Das kann ich so nicht akzeptieren. Alter, habt ihr irgendwas? Ich will mit Taunt in einem Team. Ist das so schwer? Ey, ihr seid aber echt Hater, ne? Ja, geht doch! Wir spielen heute mit dem Medi-Bike. Weil wir Bikes in dem Let's Play noch nicht hatten. Und wir fangen an mit den Wii-Strecken. Also von den Wii-Arenen, also selbst neue Streck-Arenen. Und die erste, die wir heute nehmen, ist Block. Platzer. Platzer. Los geht's! Und in diesem Part beschäftigen wir uns nur mit den Arenen. Und am Ende schneiden noch die Credits rein. Das Team, was zuerst drei Siege hat, gewinnt. Also höchstens sechs Spiele machen wir jetzt hier als Ballon-Heini. Und hier müssen wir halt so viele wie möglich mit Items beschießen. So viele Leute wie möglich treffen mit unseren Items. Natürlich Team Blau treffen. Team Rot natürlich nicht. Items, die von unserem Team auf andere treffen, also wenn wir unsere Teammitglieder treffen sollten, die verlieren keine Ballons. Sagen wir mal so. Juckt den nicht. Weil deswegen haben die Banane auch so eine rote Blase, sag ich mal so, ne? Aber die blauen Leute, die müssen wir treffen. Hallo, Evie, Problem? Oh, roter Panzer, ey. Was macht der? Was macht der? Den beobachte ich jetzt mal. What the hell? Wo ist der hin? Ist er gestorben oder was? Okay. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich werfe mal Banane! Bäh! Bäh! Ja, das so habe ich jetzt nicht gedacht. Ich gehe da mal runter, ne? 11:6 steht für unser Team, ey. Wir sind ja voll geil. Oh, Maxi-Pilz, der ist immer gut. Der ist immer gut. Baby Peach, komm mal her. Meine geile Schnitte. Nein, die ist doch dumm. Nein! Boah! Dass ich das nur überlebt habe, ey. Das ist ja wieder Wunder, ey. Das schafft aber auch nur ein Pius, ey. Das schafft aber auch nur ein Pius. König Buu! Was ist jetzt los? Was zum Hell? Ja. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier los ist. Auf jeden Fall ist irgendwie der Ingame-Sound weg. Weiß auch nicht. Zocke ich jetzt eben ohne Ingame-Sound? Okay. Das. Nee, ich spiele hier mit Gamepad, ne? Oh mein Facepalm! Der Gamepad-Akku ist alle. Ich glaube, ich kotze gleich. Ah! Dann mache ich das eben am Ende der Runde. Da ist das nicht so kurz auf. Nee, ist keiner wohl hier angehen, ey. Ja, immer dieses scheiß Gamepad ist alle. Ist schon langsam zum Kotzen. Immer das Gleiche. Immer rote, seid ihr irgendwie auch mal irgendwann schlau oder wie sieht's aus? Da seid ihr immer so dumm wie nicht. So dumm wie Brot. Immer so roten Panzer. Ihr bekommt ja viel nur Bananen. Genau. Treff mich von vorne. Nein, unser Team darf hier nicht verlieren, ey. Come on. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so eine Held. Aber sind die Roten irgendwie alle zu schlau oder wie sieht es aus? Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt kann ich noch dieses beschissene Gamepad aufladen, ey.
Ich war der Zweitbeste. Juhu, bin ich gut, ey. Oh mein Dennis. So, Gamepad, wir sind so professionell wie nichts anderes auf dieser Welt. Ich liebe das Hate, ey. Wie ich dieses verkackte Gamepad hate, habe ich doch schon mal gesagt. Nächster Wettkampf. So, Gamepad, gehst du jetzt auch mal wieder an oder wie sieht's aus? So, vielleicht höre ich jetzt mal wieder was. Ich weiß nicht. Oh, der Sound ist wieder da. Oh, geil, Omar, ey. Ich will mal wieder Ingame-Sound hören, ey. Du bist ja geil, Gamepad, ey. Ein herzliches Gamepad, ey. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir auch mal wieder Sound. Kannst du hier weitergehen? Oh, die Arena mag ich. La 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 la. 5 Minuten hat das gedauert, ey. Alter, ey. Ja, klau mir das Item. Ich bin nur in deinem Team, ne? Ich bin ja nur im Team von dir. Und hier ist der Flachmoos, wie ist noch geil. Hier macht er noch Laune. Boah, dass ich da nicht getroffen wurde. Bowser, komm mal her. Mist. Ey, bist du irgendwie ein Asi-Schwein oder so? Soll ich nachrufen? Donkey Kong. Den nehme ich mir jetzt vor. Geh weg! Huhu. Oh ja, das macht Laune. Ah! Komm, ich geh da mal hoch. Yay! Nein, 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 nicht in den blauen Block. Komm, man will das Wasser mal weniger. Ich will da mal runter. Hallo, wann wird das mal weniger? Oh, jetzt will ich da hoch. Warte mal. Und wo kann man hier hoch? Ja, da. Da möchte ich mal hoch. Hier oben auf dem Dach. Hier ist es geil. Was soll ich denn damit? Was soll der Müll? Ey, man, wir verlieren hier. Wir müssen gewinnen. Juhu! Ey, die weichen mir immer alle aus, ey. Kann er wohl nicht angehen. Ey, Mann, wir haben nur 8 Punkte. Ja, klauen wir das Item. Ey, hier sind so viele, ey. König Buu. Ey. Kann nicht angehen, ich muss hier noch gewinnen. Mann, ich krieg aber auch nur Scheiße. Was soll ich mit Bananen? Ey, Leute! Was macht ihr? Alter, knapper geht's nicht, ey. Halligalligalli. Aber sehr knapp. So, und der letzte Kampf. Auch wenn wir diesen verlieren sollten, gehen wir dann in den anderen Modus, weil ich das alles in einem Part unterbringen werde. Oder will. Und die nächste Arena, Funky Kong Stadion. Hier starten wir ganz geil hier oben, ey. Und die Arena, die liebe ich so, ey. Die habe ich auch immer gerne online gezockt. Ey, schubst mich nicht runter, ey. Yeah, hier geht's ab, ey. Hier geht die Post ab, ey. Hier sind Gangster on the Tour, ey. Die Musik ist, ey. Uhu, Gangster Diddy Kong, ey. Oh mein Gott, ey. Juhu! Juhu! Yep. Boah, hier ist es geil, ey. So, jetzt kommt's, den Trimmer auch mal auf unsere Gegner. Aber der Flachmoos in Mario Kart Double Dash. Oder Mario Kart DS ist immer noch am geilsten.
Ja, geh doch erhängen! Das macht Laune. Warte mal. Ich will jetzt mal jemanden treffen. Wo ist denn jemand blauer? Bowser! Denn eben... Alter! Ey, das kann wohl nicht angehen, ey. Die weichen alle aus, diese Drecksäcke. Jetzt kommt mal her, ey. Oh! Junge! Da war doch jemand. Yes! Hongkong! Ey, ist echt zum Mäusemelken, ey. Oh, ich hab jemanden einen Ballon geklaut. Wusste ich gar nicht. Wenn man mit einem Stern einen Ballon klaut, kriegt man also den gegnerischen Ballon, okay. Irgendwie so, ne? Donner dagegen, Diddy Kong. Was macht der Rote? Okay, auf jeden Fall hat er jemanden getroffen. Boah, der Grüne, ey. Wir legen gerade ein bisschen vorne. Baby Mario, die Rechnung kommt. Irgendwann. Boah, Mann, ich wollte ihn den Weg abschneiden. Hat leider nicht funktioniert. Was ist denn mit Grünen? Ich treffe noch nicht mal mit Roten. Nein, nein, das geht so nicht. Waluigi! Komm, sag mal, Alter! Wie treffe ich die nie? Das war wohl nicht dein Ernst. Nein! Okay, wieder gewonnen. Ich war wahrscheinlich diesmal ziemlich schlecht. Ja, nur Dritter. Aber dreimal hat unser Team gewonnen und Team Blau war so schlecht. Buh! Ihr seid das schlecht, ey. Und dann haben wir gewonnen. Das Team Rot mit Peach, Mario, Yoshi, Koopa, Diddy Kong und Toad haben gewonnen. Aber auch keine 3 Sterne. Aber wir spielen jetzt noch weiter hier. Also der Part ist noch nicht zu Ende. Wir spielen jetzt noch eine Runde Münzen. Münzenliga. Das spielen wir immer noch mit Diddy Kong oder... Ja, passt schon. Wieder mit dem Bike. Manuel. Achso, nee. Warte mal. Regeln. Achso. Ja, okay, dann nehmen wir so. Wir spielen jetzt mal... Das ist geil, wir spielen jetzt mal DS Finstervilla. Weil wir schaffen nicht alles in einem Part. Ich spiele jetzt noch 2 Arenen in Münzensammler. Okay, wieder 3. Ja, aber das werden wir nicht alles spielen. Wir werden jetzt ein bisschen spielen noch. Mal sehen. Vielleicht mache ich auch einen längeren Part. Mal sehen. Am Ende zeige ich, wie gesagt, noch mal die Quells und gebe die Punktzahl von 1 bis 10. Was ich gerade übrigens auch vergessen habe in den... Facepalm. Das ist mir ein Beruf. Ich habe uns die Bundeszahl auch bei den Credits vergessen, merke ich gerade. Weil ich toll bin. Deswegen sage ich hier meine Punktezahl. Ich gebe dem Spiel 7 von 10 Punkten. Wer dazu in den Credits. Gebt mir die Münzen. Oh, was hier abgeht, ey. Sowas gibt's im Marker 8 ja gar nicht mehr, weil sie keinen Bock hatten. Münzen! Münzen sind doch geil. Münzen macht doch jeder. Münzen! Yoshi! Komm mal her. Ey, man, hier ist nirgends einer.
schieß jetzt einfach mal. Oha. Alter. Münze, Münze, Münze. Komm zu Papa. Die gehört mir, Mario. Hab ich die bekommen? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz gut von uns aus, oder? Ja, 23 zu 26. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Nicht in den blauen Block, das ist alles nur Fake hier. Fahren einfach mal durch. Nein! Drecksack! Ach du Scheiße, ich wollte gerade in den Block rein, ey. Nee, nee, ist alles Fake. Geh weg! Hallo! WTF? Dann werden gibt's in dem Modus Stachypanzer. WTF. WTF. Seit wann gibt's denn hier Stachypanzer? Boah, Alter, Münzen, Münzen, Münzen. Münzen! Wir haben verloren. So eine Arena spielen wir noch. Dann ist der Part zu lang. Ey Mann, lass das. Nee, 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 hallo. Hallo, das hatten wir schon, blödes Spiel. Das machen wir so nicht. Hallo, Spiel. So haben wir nicht gewettet. Das hatten wir schon. Spiel, ey, da kann er wohl nicht angehen. Ich würde das auswählen, du liebes Spiel. Blödes Spiel. Ja, jetzt bin ich wieder ganz geil. Oh, sag mal, ich will darauf. So. Ach, weißt du was? Nein! Sag mal, halt, ich komme mit da nicht zurecht, ey. So, Diddy Kong. Ja, gut so. Und jetzt spielen wir noch irgendeine Arena. N64 Wolkenkratzer spielen wir als letzte Arena. Und dann war's das für den Part. 7 von 10 Punkten bekommt das Spiel. Und das. Mehr dazu gleich in den Credits. Münzen sammeln ist wieder hier alles. Alles Münzen, Münzen, Münzen sind toll. Münzen machen Spaß. Münzen übersieht man gerne. Boah, Münzen, Münzen, Münzen. Alles schöne Münzen. Aber der Stachypanzer ist ziemlich overpowered, wenn man leichter 6 Münzen verliert. Ziemlich fies die Sache. Boah, das ist ein Abgrund. Lame! Ach, den kann man abwehren. Cool zu wissen, ey. Boah, ich hab grad 17 Münzen, ey. Ich bin ja ein Gangster. Münze! Kann ich da so rüber? Nein, kann ich nicht. Und woher kann ich das riechen? Ey, das war jetzt aber unfair. Ich kann das doch nicht riechen. Hab ich denn die Stage zuletzt gespielt? Ja, fick dich doch. Dein A-Loch. Ey, was das? Soll der Müll.
Mann, ich war mal so gut. Ja, halt. Also wenn das kein Betrug ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt lass mal die Scheiße hier. Ich hab keine Lust mehr darauf. Vielleicht Münzen. Wo sind die ganzen Münzen hin? Ey, da drehst du durch. Genau. Blau mit dir. So, komm her jetzt. Nein, 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 nein. Rot ist alles scheiße. Rot muss vernichtet werden. Mist, ich wollte noch schnell einen Pilz ein. Wir haben sogar verloren. Was? Gewonnen? Okay, da habe ich wieder irgendwelche hartes Probleme. Achso, ja, ich bin der Team Blau. Oh mein Gott. So, jetzt anschließend kommen noch schnell die Credits. Gewonnen! Yay! Ach, wisst ihr was? Wir schauen uns vielleicht mal die Credits an, weil wir noch Zeit und Lust haben. Das sind die Credits in Mario Kart Wii. Die kamen mir so ganz überraschend, aber gleich, dass es ja auch Credits bei dem Cup sind. Wir genießen sie einfach mal. Und gebe gleich mal meine Punktezahl, würde ich mal sagen. Also meine Bewertung, sagen wir mal so. Mario Kart Wii erschien 2008 und hat die Wii meines Wissens nach sehr gepusht, weil einige sich wegen Mario Kart Wii die Wii geholt haben. Mario Kart Wii war legendär. Die Bikes wurden eingeführt, die auch ziemlich overpowered sind, wie einige von euch wissen sollten. Die Retro-Strecken haben mir jetzt nicht ganz so gefallen, weil es hier eher, ehrlich gesagt, wenige Neuerungen gab von den Retro-Strecken. Aber das Streckendesign insgesamt gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Charakterauswahl ist in Ordnung. Items, ja, ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen, ne? Items sind hier irgendwie ein bisschen nicht overpowered, aber ein bisschen extrem. Also, was wie Stachis und Blitze und alle so Müll pro Runde kommen oder so, das ist schon irgendwie übertrieben, ne? Aber ist der Schluss? Nein, nein, es geht noch weiter. Ja, also das ist schon ein bisschen übertrieben mit den Items. Charakter, wie gesagt, gut. Strecken auch. Die Details sind jetzt nicht ganz so viel, aber who cares, was soll man verlangen für eine Wii, ne? Also, ja, ne? Insgesamt gefällt mir Mario Kart Wii eigentlich ganz gut. Ich fand den Online-Modus auch toll, den man früher noch zocken konnte, der abgeschaltet wurde. Habe ich ja in Part 1 erzählt, mehr oder weniger ausführlich. Ja, ne? Online-Modus war immer geil, hat mit Freunden schon Spaß gemacht. Auch im Lokal-Modus macht Mario Kart Wii noch Spaß. Aber Mario Kart 8 gefällt mir eigentlich besser. Außer der Schlachtmodus, der ist hier natürlich noch besser, aber das ist ja kein großes Geheimnis. Und ich habe mich gerade entschieden, ich schneide das im nächsten Part rein, also den Part, den ihr gerade gesehen habt. Bin ich professionell, naja. Das war's dann in diesem Sinne von meinem Let's Play zu Mario Kart Wii. Ja, ja. Der Kev zockt hat nochmal ein Best-of gemacht, wo ihr ein paar witzige Stellen von mir seht von dem Let's Play. Also gerne mal bei Kev zockt reinschauen.
oder einfach auf meiner Website gehen, da ist das Best of auch verlinkt zum Anschauen bereit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich noch zum letzten Mal über ein Like sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder, was bestimmt kommen wird, wie zum Beispiel Splatoon oder Super Mario 3D World, Mario vs. Donkey Kong Typing Star und so weiter und so fort. Das war's vom Let's Play. Tschüss. Glückwunsch. Schön. Nö. Glückwunsch, du hast einen neuen Fahrer freigeschaltet. Diddy Kong, ja. Das ist jetzt auch nicht mehr das, was wir machen. Den nehme ich jetzt mit. Glückwunsch, du hast den 50 CM Cup des Grand Prix Kart Bikes freigeschaltet. Was denn noch alles, ey? Okay, tschüss.